Die Regierung spielt offensichtlich nach wie vor auf Zeit. Und wir kritisieren ja schon seit langem, dass der Ansatz falsch war, nämlich statt das Ziel sich vorzunehmen, endlich die seit 1999 bekannten und in unseren Städten seit 2010 verbindlich geltenden Stickoxid-Grenzwerte auszurufen und alles daran setzen, den Abgasskandal vollumfänglich aufzuklären, wurde in erster Linie darauf gespielt, dass Fahrverbote in den Städten vermieden werden können. Nach wie vor spielt damit der Gesundheits- und Umweltschutz in der politischen Diskussion nur eine untergeordnete Rolle. Vor diesem Hintergrund führen wir auch als BUND seit nunmehr einem Jahr eine Klage gegen das Kraftfahrt-Bundesamt mit dem Ziel, den Verkaufsstopp aller Fahrzeuge zu erreichen, welche ihre gesetzlichen NOx-Grenzwerte im Realbetrieb auf der Straße überschreiten. Auch das ist schlimm, dass wir gegen eine Bundesbehörde klagen müssen, dass sie ihre gesetzlichen Verpflichtungen nachkommt. Das Verfahren liegt im Moment beim Verwaltungsgericht Schleswig. Die Verhandlung ist noch nicht angesetzt. Wir hoffen, dass es möglichst rasch dazu kommt. Und deshalb dazu die zentralen Forderungen. Wir appellieren eindringlich an die Bundeskanzlerin, dass sie, wie angekündigt, dass sich die Bundesregierung noch im September festlegt und dass endlich verpflichtende Hardware-Nachrüstungen auf Kosten der Hersteller angeordnet werden. Damit würde endlich das Verursacherprinzip durchgesetzt. Es muss klar sein, dass eine Entscheidung gegen verpflichtende Hardware-Nachrüstung eine Entscheidung letztendlich für Fahrverbote ist. Es muss weiter die blaue Plakette kommen, um den Kommunen die Umsetzung der anstehenden weiteren Fahrverbote nicht noch weiter zu erschweren. Wir haben ja hier nicht nur als Umweltverbände, sondern auch gemeinsam mit dem Städtetag entsprechende Positionspapiere. Wir fordern den Verkaufsstopp für alle Fahrzeuge, die nicht der Abgasnorm Euro 6D oder zumindest 6D-Temp entsprechen. Und wir fordern die flächendeckende Überprüfung aller aktuellen Neuwagenmodelle und des Bestands. Wir haben jetzt ein Jahr Dieselgipfel hinter uns und das Sofortprogramm zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass von der 1 Milliarde bis jetzt kein Cent ausgegeben wurde. Deswegen fordern wir, dass es eine Verkehrswende, einen Verkehrswendegipfel geben muss, bei dem tatsächlich eine Verkehrswende in Deutschlands Städten, aber auch in den Regionen eingeleitet wird. Und wir brauchen dazu gar nicht ins asiatische Ausland ausweichen. Wir können Wien und Zürich mal betrachten. Die letzte Stadt, die nahe meinem Heimatort auch liegt, hat es geschafft, in den letzten Jahren auf unter 20% motorisierten Individualverkehr zu kommen und den Rest mit öffentlichen Verkehren darzustellen, ohne dass die Wirtschaft zusammengebrochen wäre. Das ist für uns ein Beispiel, eine Blaupause, die umsetzbar wäre. Nebenbei, die Schweiz hat ein Drittel strengere Abgasgrenzwerte, beziehungsweise in dem Fall, ich muss mich korrigieren, ein Drittel strengere Luftqualitätsgrenzwerte für das Dieselabgasgift NO2 als die EU. Die Schweiz hat schon im Jahr 1986, vor 32 Jahren, einen Jahresgrenzwert von 30 Mikrogramm eingeführt und erkannt, den können wir nur einhalten, wenn wir konsequent schmutzige Fahrzeuge, und das sind in der Zwischenzeit eben Dieselfahrzeuge, aus den Städten aussteuern. Deswegen Luftqualität in den Städten, die Durchsetzung von Luftqualitätswerten hängt unmittelbar mit der Lebenswertigkeit solcher Städte zusammen und es ist erreichbar und nur erreichbar, indem wir eine wirkliche Verkehrswende uns entsprechend vornehmen.